gestellt. Vorstellt. Bjarni kann eigentlich auch gleich heiraten. Oder der Jäger auch. So, ich habe es seit dem letzten Mal schon mal vergessen. Tolle Aussage. Wo unser Holzfäller und unser Krieger sein sollen, die wir finden sollen. Ich sehe nur, dass wir jede Menge Fisch hier hätten. Und dass wir für ihn irgendwann hoffentlich mal wieder Nahrung finden. Ja, wir haben eine Mühle. Toll, hier geht's nicht weiter. Und wir haben den Lebenssammler. Oh nein, wir können zwar da graben. Können da aber keinen Brunnen errichten. Dann versuch mal hier zu graben. Nachdem wir den Wald durchwandert hatten, sahen wir endlich die Holzfällerhütte von Thorwald. Seid gegrüßt, meine Freunde. Ihr wollt also, dass ich mich euch wieder anschließe? Dies würde ich gern tun, doch was... Doch war dieses Jahr kein gutes für meine Biervorräte. Alles ist weg und ohne mein Bier kann ich nicht feiern und ohne eine richtige Feier kann ich mir keinen Mut antrinken. Und ohne Mut kann ich euch leider nicht begleiten. Aber könntet ihr mir nicht etwas frisches mit etwas frischem Bier aushelfen? Thorwald war bekannt für seinen übermäßigen Verbrauch an Bier. Wir mussten leise lachen, weil wir wussten, dass auch wenn wir ihm einen neuen Vorrat an Bier liefern würden, dieser nicht länger als wenige Wochen halten würde. Doch dies war die Bedingung und wir waren bereit, alles dafür zu tun, dass er mit uns kam. Ja, dem Holzfäller sein Tribut zahlen. 10 Bier. Gut, da ist auch leider schon der Pudels nasser Kern. Wir brauchen einen Holzfäller. Thank you.
Du mach auf jeden Fall mal einen Jungen. Weil wir brauchen auch einen Farmer. Du brauchst was zu essen. Nee, bedien dich mal ruhig bei unserem Jäger. Der hat nämlich ein bisschen Nahrung. Da versuchst du noch unseren Krieger zu finden, damit wir wissen, was der von uns möchte. Dem Typen muss echt langweilig sein, wenn er schon so viel hier abgeholzt hat. So, eine Schule haben wir. Das heißt, als nächstes kommt der Brunnen. Und wir brauchen erstmal mehr Weizen, weil wir haben wirklich wenig Weizen. Dafür hätten wir jede Menge Wasser. So, ist die Frage, reicht das dann hier, um da einen Brunnen hinzubauen? Das ist das falsche Gebäude, ich brauche den Brunnen. Ja, das reicht schon für den Brunnen, okay. So, du musst essen. Ja, und ich weiß, dass das Holzfällerzelt schon seit einer Weile leer steht. Okay, ich denke mal, wenn er noch ein bisschen Weizen abgeerntet hat, dann machen wir ihn zum Müller. Unsere Siedlung ist ja noch klein genug mit 11 Wikingern, dass der Jäger und der Fischer uns versorgen können. Ich will aber als erstes unseren Krieger finden, bevor ich dich zum Holzfäller mache. Ja, Torwall. Zwischen unserem Volk herrscht Frieden, doch haben wir keine Freundschaft geschlossen. Ja, deswegen, weil wir den Tribut zahlen müssen. Da haben sie sich eine ganz einfache Idee ausgedacht. Er hat übrigens dieselbe Farbe wie die Inuit hier unten. Bin ich mal gespannt, wo wir den Krieger nochmal wiederfinden.
Vorstaut. Jo. Jo. Weil der war auf jeden Fall nicht in dieselbe Richtung wie der Holzfäller, das weiß ich noch. Ja, und wir können das, glaube ich, nicht zu Ende bauen, weil wir Holz brauchen. Ach, wo bist du? Die letzten Überreste unserer großen Feinde der Mayas liegen hier. Nur noch wenige Zeugnisse, so wie diese Ruine, erinnern daran, wie viel uns der Sieg gekostet hatte. Zum Glück ist die Zeit vorbei und gehört nur der Vergangenheit an. Ah, super, wir haben Maya-Ruinen gefunden. Aber hier ist auch Essen. Ja. Das heißt, ich muss wahrscheinlich nach Norden von hier aus. Ja, wie? Ich glaube, die Maya-Ruinen waren nicht der richtige Weg. So, wenn er die drei noch abgeerntet hat, dann mache ich ihn zum Müller. Ja. Das wollte ich eigentlich auch, dass du den Jäger heiratest. Nach einem langen Marsch hatten wir die Hütte von Maradon endlich erreicht. Doch bevor wir den kleinen schneebedeckten Berg herabstiegen, kamen uns schon vertraute Gesichter entgegen. Seine Söhne begrüßten uns. Seid willkommen, meine Brüder. Ihr wollt bestimmt zu unserem Vater. Doch leider kommt ihr zu spät. Unser Vater liegt im Sterben und wir wissen nicht, wann Odin ihn zu sich nach Valhalla an die festliche Tafel holen wird. Ihr bereitet euch auf eine große Fahrt vor. Sören wird euch begleiten. Er ist mutig und stark und wird euch auf eurer Reise von Nutzen sein. Es war sehr schmerzhaft für uns, den Verlust von Maradon hinzunehmen. War er doch einer unserer größten Helden gewesen. Doch gleichermaßen freuten wir uns für ihn, denn bald würde Odin ihn empfangen und er würde an der Tafel der Krieger auf uns warten. Ja. Maradons Söhne. Du wirst erfahren und kannst trainiert werden. Gut. Und du kannst jetzt endlich mal Müller werden. Oh, das heißt, unser Kundschafter kehrt nach Hause zurück und wird Holzfäller.